Moin Moin und Hallo, heute zeige ich euch, wie man eine Cibo Caffissimo Maschine entkalken kann, und zwar mit Zitronensäure. Alles klar, lass uns beginnen. Maschine ist aus, wir gehen auf die Rückseite und entnehmen dort unseren Bereich von dem Wasserreservoir. Schauen uns das an, da ist die Maximallinie. Wir nehmen jetzt etwas Zitronensäure, ballern das da rein. Also da können schon 2 Tassen rein. So. Also ihr könnt auch abwählen, das soll, wie war es? Ich habe es vergessen. 4 Teile Wasser zu einem Teil Zitronensäure. Wer es genau machen möchte, kann natürlich ausrechnen. Aber wie ihr gesehen habt, ich kippe da einfach ein bisschen was rein, das reicht schon. So, jetzt füllen wir mal hier unseren Container bis zur Maximalhöhe. Die haben wir gerade erreicht, das seht ihr dort. Und nun nehmen wir unsere Mischung und positionieren sie wieder in der Maschine, auf der hinteren Seite reingeschoben. Und na komm, geh schon rein. Okay, so, jetzt haben wir die drin. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's voll ab. Jetzt muss der Hebel, wenn er oben gestanden haben sollte, müsst ihr ihn runterklappen. Zack. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt brauchen wir ein großes Gefäß, ungefähr 250 ml, also eine dicke, fette Tasse. Ihr könnt auch noch größere Tassen benutzen. Denn in dem Fall, wenn es jetzt nicht so ganz wird, müssen wir einfach schon mal abkippen. So, und jetzt geht es ab mit unserem Entkalkvorrat. Das heißt, wir haben jetzt schon die kalkulösende Substanz hinten im Reservoir. Und jetzt müssen wir spezielle Tastenkombinationen eingeben, um den Entkalkungsvorgang zu starten. Jetzt müssen wir unser Augenmerk hier auf die Tastensymbole setzen. Da haben wir eine obere in der Mitte und unten. Und ihr müsst hinten noch den Einschaltknopf im Auge behalten. Das heißt, ihr braucht 2 Hände, um diesen Schritt jetzt durchzuführen. So, wir müssen jetzt den oberen und den mittleren Kaffeetassen-Taster gedrückt halten. Das heißt, oben drücken, Mitte drücken und einschalten. So, das haben wir getan. Jetzt haben wir losgelassen. Jetzt sehen wir, dass das hin und her blinkt. Das heißt, sie ist sozusagen im Modus, was soll ich jetzt machen? Und dann drückt ihr in der Mitte. Und damit startet nämlich die Entkalkung. So. Oh, jetzt geht's los. Da kommt schon der ganze Dreck raus, wie ihr seht. Mal abschieben zwischendurch. Super, jetzt im 10-Minuten-Rhythmus. Also jetzt gerade macht sie wieder nichts, außer ihre Blink-Session hier. Das signalisiert halt, dass sie noch am Arbeiten ist. Wird sie immer im 10-Minuten-Rhythmus hier etwas rausballern. Das heißt also, jedes Mal so nach 10 Minuten hört ihr das. Dann geht ihr hin, schüttet dann die Tasse wieder aus, nachdem es entleert hat und so weiter und so fort. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis sie nicht mehr weitermacht. Bis gleich. Yeah, und es läuft wieder. Und weitere 10 Minuten sind rum. Das macht die Maschine jetzt schon 3 oder 4 Mal. Und wir warten einfach ab, schütten wieder ab und zack, wieder drunter. Und warten mit blinkenden, abwechselnd blinkenden LED-Anzeigen, bis dann irgendwann nach einem Spülgang die mittlere Taste mitblinkt. Und dann ist nämlich der Entkalkungsprozess der Maschine abgeschlossen. Also schön am Ball bleiben, alle 10 Minuten spuckt eure Maschine ein bisschen heiße Flüssigkeit aus, die ihr dann entsorgen könnt. Danach wieder das Teil runterstellen, um wieder bereit zu sein, um eine neue Ladung Zitronensäure-Wasser-Kalkgemisch in Empfang zu nehmen. So, nach dem letzten Spülen, hier unten haben wir es noch, die Flüssigkeit, weg damit. Seht ihr, dass jetzt links, rechts und in der Mitte die LEDs leuchten. Das sagt uns, ich bin fertig. Jetzt könnt ihr die ganzen Kammern rausholen und reinigen.
Wir nehmen hinten den Rest unserer Mischung heraus und nutzen sie vielleicht für was anderes zum Reinigen oder schütten sie weg. In unserem Fall haben wir sie jetzt mal weggeschüttet. Jetzt gehen wir hin und reinigen natürlich auch dieses Teil. So. Und werden nun wieder bis zur Maximallinie das Wasser hineingeben. Frisches Wasser. So. Und dieses wiederum werden wir auch wieder in unsere Maschine geben. Hinein damit. Gut. So. Kleiner Tipp, ihr könnt das auch, wenn ihr wollt, hier reinschütten. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt wieder unsere Tasse zum Einsatz. Also ihr habt alles schön gereinigt. Die ganze Maschine ist jetzt tipptopp sauber. Tipptopp. Super top gereinigt. Jetzt machen wir wieder das Gleiche. Jetzt müssen wir die mittlere Taste drücken. Und nun wird durchgespült. Wenn das dann wieder durchgespült hat, dann kommen wir wieder zum nächsten Schritt. Yeah. Spülpower. Das heißt, jetzt momentan wird der letzte Rest unserer Zitronenwasserlösung aus dem System extrahiert, damit ein neuer, reiner Kaffeegenuss zurückbleiben wird. Das Wasser ist wundervoll klar, ausgezeichnet, sage ich da. Ich glaube, meinen Behälter muss ich mal aufleeren. Aber ihr seht, es funktioniert ganz gut. Der spült jetzt volle Pulle durch. Volle Granate. 500 Milliliter werden durchgespült. So. Tete. Was blinkt jetzt wieder? Links, rechts, Mitte. Super. Ja, jetzt. Nochmal in der Mitte drücken. Jetzt drei Stück blinken. Das signalisiert uns damit, der Abschluss ist da. Die Maschine hitzt jetzt auf oder heizt jetzt auf und ihr könnt dann, sobald die fertig geheizt ist, neuen Kaffeezauber begrüßen. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Zun zun!